Hallihallo, ihr lieben Zuschauer da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kettle and Quaps. Ja, wir machen heute eine weitere Folge Gameplay zu dem Spiel Kettle and Quaps. Und was wir heute vorhaben, seht ihr da. Wir werden heute einmal Gülle holen und einmal das Feld düngen. So, wir legen los. So, ich habe jetzt die Dings. Ups. Ich habe jetzt die ganzen Anzeigen ausgeschaltet. Das heißt, ich müsste auch mal gucken gehen, ob man hier irgendwo eine Anzeige hat. An dem Fass. Einen Füllstand sehe ich nicht. Seht ihr einen? Falls ihr einen Füllstand seht, dann schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Ich sehe hier keinen. Also muss ich doch wahrscheinlich wieder meine Dings anmachen. Tut mir leid, aber ich wollte es eigentlich auslassen. So, wir fahren jetzt eine Runde Gülle holen. Machen wir erstmal die Map hier ein bisschen größer. So ja, in der Zeit ist es noch selber Aufnahmetag wie beim letzten Video, wie beim vierten Video, dem Krupporn. Oh, jetzt haben wir das Ding vergessen, oben drauf den Aufsatz. Ja, das ist nicht so schlimm. Ich hoffe, wir können das trotzdem befüllen. Und wir fahren gerade zwar, naja, völlig ein bisschen verkehrt, aber wir fahren mal eine kleine Runde. So, mich würde auch mal interessieren, wie eure Meinung so zu dem Spiel ist. Also, wenn ihr eine Meinung zu dem Spiel habt, könnt ihr die gerne unter dem Video posten. Lasst einfach mal einen Kommentar da stehen. Infos zu einem Livestream habe ich schon nicht. Das wird natürlich passieren, wenn ich Lust habe. Also, wie gesagt, wenn ihr das mal. Also wir haben mich verfolgt auf Twitch, ne? Declaner 2010. Einfach mal suchen. Wer mir folgt, sieht natürlich auch, wenn ich live bin. Ja, wir spielen nicht jeden Tag Kettle and Quaps. Wir spielen das, worauf wir Bock haben. Und ja, also wer da Interesse hat, kann da gerne mal einen Follow da lassen. Das würde mich sehr freuen. Jetzt müssen wir gleich rechts. Aber wir können, ja.
So. Ja, wir fahren jetzt Gülle holen, dann zeige ich euch mal das Düngen, wie das so abläuft. Schauen wir mal. Also bis jetzt kann ich das Spiel eigentlich schon empfehlen, aber ist wie halt gesagt, der Content fehlt halt noch. Also es fehlt halt noch ein paar andere Traktoren, die Kühe fehlen noch, die Milchproduktion fehlt, andere Fruchtsorten fehlen. Also mal schauen, wann das eine oder andere kommt. Sprit ist, soweit ich weiß, auch noch nicht vorhanden. Also das heißt, die Traktoren verbrauchen keinen Sprit. Beziehungsweise Diesel. So, ihr seht das ja unten rechts, ihr müsst zu diesem komischen, ich sag mal, grünen Punkt eigentlich, ne? Also grüner Punkt, so ein Zeichen ist auch auf dem gelben Sack drauf oder auf den Tetra-Packs. Da müsst ihr hinfahren, was ist hier los? Fahr zu, Mann! Ja, wie gesagt, ihr müsst hier im grünen Punkt fahren. Da bekommt ihr dann eure Gülle am Anfang. Wenn ihr selber noch keine habt. So. Hier ist dann die Güllestation. Fahren wir jetzt ran, das ist Lori auswählen und starten, vollpumpen das Ding. So, jetzt haben wir das voll, jetzt fahren wir zurück zum Feld. Müssen wir uns nämlich ein bisschen beeilen, sonst ist der Tag nämlich um. Beziehungsweise wird es dann dunkel. So, ich muss leider immer noch mit Tastatur spielen, weil ich immer noch nicht weiß, welches Lenkrad ich nehmen soll. Ob ich das LS-Lenkrad mal ausprobieren soll oder mir das G27 hole und die Seitenkonsole von Seitec. Aber ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und mir wurde im Livestream davon abgeraten, das LS-Lenkrad zu nehmen. Weil das nach ein, zwei Wochen schon kaputt war. Und ja. Mein gut, bei Garantiefall kann man das ja wieder zurückschicken, aber ist halt auch ärgerlich, wenn man da alle zwei Wochen Lenkrad tauschen muss, ne?
sind wir ja gleich da. So, wir haben ja noch ein bisschen Sonne, das ist gut. Jetzt hängen wir noch den Anbau ran hier. Er braucht nicht ganz reinfahren. Oh, doch, ein bisschen reinfahren müsste. Scheinbar doch jetzt. Oh. So, wir fangen hier vorne an, wa? Klappt das Ganze mal aus hier. Ich finde, man sieht es sehr schlecht mit dem Wasser. Also das entwickelt sich erst nach einer Zeit irgendwie, ne? Dass man sieht, wo man gedüngt hat. Ich hoffe, wir können das etwas sehen. Also, dass das Feld etwas nass ist. Wir können auch mal kurz vorspulen. Das werden wir mal tun. So, es hat jetzt halt nochmal geregnet. Ihr solltet am Anfang so gut wie es geht das Feld erstmal düngen. Ja. Das, nicht, dass ihr während der Wachstumsphase da reinfahrt. Weil da geht euer Zeug verloren. Also euer Getreide, ja. Wenn ihr angesehen habt. Ich hoffe, man kann es etwas sehen. Aber ich denke schon, ja. Was mir gefallen wäre noch ein normales Güllefass, also ohne diesen Anbau. Was passiert eigentlich, wenn man den Anbau abbaut? Geht es dann noch zu düngen? Also spritzt das dann hinten raus? Nee, ne? Ich glaube nicht. So, wir düngen das Feld jetzt erstmal ein bisschen ein hier.
Ihr könnt das Feld auch komplett unter Wasser setzen, also das geht, ja. Es bilden sich dann Pfützen auf dem Feld. Und ja. Ist dann halt schwieriger für euch, ne? Also bei der Ernte wird es dann schwieriger. So, jetzt wird es hier ein bisschen eng, aber wir müssen jetzt mal hier durchfahren. Nützt leider nichts. Die Bäume haben noch keine Kollision. Also nicht wundern. So, wir machen jetzt hier nochmal runter. Sorry für meinen Husten. So, und wenn ihr seht, ich fahre jetzt über die andere Stelle nochmal drüber, es wird dann dunkler, ja. Guck mal, da hinten entstehen auch schon Pfützen. Also wenn man mehrmals drüber fährt, ihr guckt, schaut euch das an, dann entstehen Pfützen. Wenn man halt nochmal drüber fährt, dann werden die Pfützen immer größer. Ja. Ihr solltet aber halt am Anfang so gut wie, also so gut wie es geht, düngen. Weil wie gesagt, wenn ihr mit der Spritze reinfahren wollt, ärgert ihr euch am Ende nur, wenn dann die Hälfte von der Saat weg ist. Weil sobald ihr aufs Gesäte drauf fahrt, wächst da nichts mehr, ja? So, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder einmal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Einen Kommentar könnt ihr auch da lassen. Ja, wie gesagt, ihr könnt mich gerne bei twitch.tv adden bzw. einen Follow da lassen unter dem Nickname Declaner 2010, einfach mal suchen. Ja, und ja, ansonsten war es das erstmal wieder für dieses eine Video, und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und ja, ich sag mal bis dahin, wir sehen uns. Tschüssi.